Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Cities Motion Retro Let's Play Serie. Ja, in der letzten Folge sind wir ja auf der Map Wien Barbaros gescheitert, deswegen starten wir jetzt einmal neu und ich habe mich entschieden, dass wir auf der Map Berlin spielen, die ich auch privat im Moment ein wenig spiele. Ich spiele wieder mit eigenen Regeln, aber ich weiß, wie wir hier definitiv starten können, was definitiv halt was sich rentiert. Und zwar fangen wir mit einer U-Bahn an, die wir jetzt direkt zum Start hinbauen und dann Zuliefererlinien für die U-Bahn bauen. Wie immer mit dabei sind natürlich meine zwei Nymphis, Coco und Cookie. Pausieren wir das Spiel direkt mal. Dann beginnen wir direkt erstmal mit dem Bau der U-Bahn. So, hier am Hauptbahnhof wird eine Umstiegshaltestelle entstehen. Ne, die will ich nicht. Jetzt hier rüber zum anderen Hauptbahnhof. Das ist jetzt die zweite Aufnahme hier mit dem neuen Mikrofon. Ich hoffe, dass das gut klingt hier mit dem neuen Mikro. Besser ist als mit den alten. Ich habe es jetzt ein wenig eingerichtet seit der letzten Folge. Ich hoffe, man. Schreibt mir auf jeden Fall mal was dazu in die Kommentare, wie das neue Audio-Setup ist. Weit vorgebaut. Okay. Hintergrund bitte. Okay, immer noch nicht. Ein bisschen das Spiel drehen. Mal gucken, ob wir alles entfernen können. Das hocke ich mal alles hier ab. So, haben wir's. Oh. U-Bahn. Ende. Jetzt wieder hoch. Welchen Bahn nehmen wir denn? Oh, ich nehme eine von den ganz alten, weil ich Fan von den ganz alten Bahnen bin. Kommen natürlich die neueren Wagen.
So, da ich ja weiß, dass definitiv hohe Fahrgastzahlen hier wahrscheinlich zu vermuten sind, werden wir hier definitiv einen höheren Takt brauchen, als er aktuell ist. So. Ist der? Okay. Da. Oh, dann gibt es jetzt noch einen Typ. Hoffe ich, dass das reicht am Wagen hier für die Linie. So, dann fangen wir jetzt an mit den Zubringerlinien. Wir fangen hier an. Die wird auch zum Hauptbahnhof fahren. So. Hier lang, hier lang, hier lang. Dann geht's hier zurück. Ja, ich vermute, dass hier wahrscheinlich auch nicht gerade niedrige Fahrgastzahlen zu vermuten sind. Schickt mir doch hier etwas größere Busse. Größer Bus. Den nächsten Bus. Dann gibt es den ersten Auftrag. Villa und Schule soll man miteinander verbinden. Ja, mach mal. Wird eine Expresslinie geben. Hier über den Hauptbahnhof, wenn man hier hochfährt. Da die Fahrgastzahlen auf der Linie doch nicht so hoch sind, werde ich dann doch wieder kleinere Busse schicken.
75% und hier auch mal ein bisschen mehr in die Wartung. Dafür werden die Fahrzeugpreise aber überall um 20 Cent teurer. Oh, da oben ist er dann doch voll und ich schicke mir jetzt doch wieder einen größeren Bus. Sind jetzt eh genug Busse, dann ist der Auftrag hier erledigt. Mit dem Expressbus. So, da Ende, okay. Ne, die gebe ich einer anderen Linie, wo wir den Expressbus und dann nehmen wir mal hier. Linie 51. Sagt die Zeit, oh, ein paar Minütchen haben wir noch für die Folge. Ich glaube, dass hier auch wieder ein hohes Verkehrsaufkommen sein wird auf der Linie. Schick mir da größere Busse. Pi erledigt. Nächster Auftrag, was soll man machen? Okay. So, Apartment brauchst du mal eine Linie in Betrieb nehmen, können wir auch mal. Noch eine Linie in Betrieb nehmen. Okay, okay, okay. Oh, der Bus ist voll. Okay, dann schicken wir hier mal ein paar mehr Fahrzeuge drauf auf die Linie. Okay, fand schon ordentlich Leute mit der Linie 51.
Ja, hier warten schon 45 Leute auf die Linie. Aber wird noch ein bisschen was dauern, bis der erste Bus da kommt. Oh, da ist der erste Bus der Linie 51. Der wird voll. Das ist eigentlich auch am Bus noch für die Linie reichen. Da soll man eine Linie hinbauen, okay. Schießen wir aber auch die Bahnhof mit an. Linie soll ja auch mit den anderen Linien kompatibel sein. Es wird dann auch eine neue Liniennummer geben. Auch in etwas höherem Bereich. Nehmen wir mal 80. Okay, da hoch, soll man eine Linie in Betrieb nehmen. Ja. Nee, sofort. Ah, wirklich viel geschafft für die erste Folge. Eigentlich wäre das schon hier genug Content für zwei Folgen. Die Folge wird wahrscheinlich auch dementsprechend jetzt etwas länger ausfallen. Aber die Linie nehme ich jetzt noch in Betrieb. Hopp. Und dann sage ich alles Liebe, alles Gute, macht es gut, bis zum nächsten Mal und ciao.